Hallo zusammen, willkommen zurück bei The Hunter Call of the Wild auf Quattro Colinas. Da geht's weiter und zwar bin ich jetzt im Süden auf der Karte unterwegs. Ich habe jetzt mal die Außenposten hier abgeklappert und jetzt führt mich mein Weg erstmal hier unten zu dem See. Denn ich habe auf dem ganzen Weg von unserem letzten Jagdvideo, was wir hier drüben noch sehen, der Jagddruck, bis ja hier rüber zum dritten Außenposten, nur wieder Rehe gesehen. Also es ist wirklich zum Verzweifeln. Und ja, ich hatte eine Mission jetzt noch erfüllt. Ich sollte in das Gebiet hier gehen. Das hatte ich getan. Und unsere nächste Mission ist es jetzt, schieße ein Foto von einem Hasen. Okay. Hasenspuren hatte ich jetzt hier oben schon einige gefunden. War auch gerade eben gesehen. Habe ich noch keinen. Aber ja, wir schauen einfach mal, ob wir hier nicht noch einen Hasen sehen. Denn wenn hier Spuren sind, dann sollten auch die Hasen hier unterwegs sein. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt gemeinsam da unten am See noch das ein oder andere Tier entdecken. Auch wenn es wieder nur ein Reh ist. Wir versuchen das dann natürlich zu erlegen. Ja, mein Fazit von der Karte, ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Also ich finde es wirklich sehr tierarm. Entweder bin ich jetzt auf den falschen Strecken unterwegs, in den falschen Gebieten unterwegs. Aber ich weiß es nicht. Ich finde wirklich sehr schwer hier Tierspuren. Rehe, ja. Rehe finde ich immer wieder. Wildschwein habe ich jetzt hier unten auch nur mal eins gehört gehabt. Aber das war es dann auch schon wieder. Ja, da könnt ihr mir auch noch gerne Tipps geben, wo ihr am liebsten jagt, wo ihr sagt, okay, da ist immer ein Hotspot, wie der eine See, den wir im vorletzten Video hier im Norden der Karte hier bejagt haben. Hier ging es ja richtig zur Sache. Da ist ja immer irgendwie was los. Da lohnt es sich, vorbeizuschauen. Aber hier unten im Süden, ich dachte, ja, hier gibt es die Wölfe, aber noch nicht da, wo ich bin. Ja, wunderschönes Gebiet. Wunderschöne Aussicht. Selbst die Hirsche. Das Rotwild. Oh, Nasen. Das Rotwild lässt sich noch nicht blicken. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Hasen. Foto von dem Hasen. Ich denke mal, da müssen wir doch schon ziemlich nah rangehen. Können mal schauen, wo einer ist. Können auch mehrere sein. Da hoppelt er lang hin. So, ich hole auch schon mal die Waffe raus, dass wir die mal justieren können. Ja, 50 Meter Nulldistanz, das passt eigentlich. Da brauchen wir gar nichts weiter dran rumstellen. So. Wo ist er hin? Unser Rammler. Jeden Fall hier wieder eine Spur. Da vorne haben wir jetzt die Markierung. Was haben wir hier? Oh, das sieht gut aus. Ein Reh. Ein Reh. Gehen wir mal hier zu den Bedürfnisgebieten. So, ein Feldhase. Ha, ich höre ihn schon.
Ja, wenn der jetzt natürlich in dem Feld drin ist, da haben wir echt Pech. Ob dann das Foto zählt. Auf. Dann gehen wir mal oben lang, dass wir vielleicht in die Reihen reinschauen. So weit ist sie schon gekommen. Jetzt sind wir schon auf Hasen fotografieren. Oh. Neben uns auch noch einer. Ah, zu weit weg. Ah, von. Juhu, geschafft. Mission abgeschlossen. So, geladen hier. Schrotpatrone, Waffenklasse 0. Also ideal für unsere Hasen. Oh Mann, man weiß nicht wohin. Überall raschelt's. Ja, da war er weg. Das ist ja echt schwer. Auf jeden Fall sind ja wirklich viele Hasen unterwegs. Wer mal Hasen jagen mag, denkt mal, hier ist er gut beraten. Da.
Ja, kleiner Buggy-Hase, aber naja. Wir haben ihn. Wir haben ihn. So, zwei Treffer noch. Eieiei. Aber alles hier perfekt. So, passt auf. Jetzt machen wir uns runter zum See. Mission 1 erfüllt. Hase erlegt. Jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn jetzt? Nachts. Nachts sollen wir uns in ein Gebiet begeben. Ein Reh. Aber ihr seht schon, richtig wenig Tierspuren hier. Also Hasenspuren, ab und an meine Rehspur. Meine, es gibt ja einige. Es gibt ja diese Wildziegen, es gibt Mufflons, es gibt Wölfe, es gibt Rotwild, es gibt Wildschweine. Es ist schon ordentlich was los hier. Ah, hier unten. Hier haben wir eine Spur. Aber das könnte das Reh gewesen sein, was wir gerade gehört haben. Ne, wir folgen der mal. Vielleicht ergibt sich noch was. Ein Feldhase oder noch. Ei. Ne, dem folgen wir nicht. Den haben wir schon. Hier haben wir die Rehspur. Da haben wir das Reh. Haben wir noch eins. Was sonst? Ach, hier haben wir noch eins. Drei Rehe. So, Reh nehmen wir wieder jetzt hier die Waffenklasse 0 Schrot. Munition. Oh Mann, warum drehe ich hier den Mausrad? Ja, immer ruhig. Nicht zu viel rumballern. Das verschreckt die Tiere nur zu sehr. Bin ja immer so der Meinung, ein Schuss genügt und der muss dann sitzen.
So, 44 Treffer. Alles 100%. Geld 680, 2500 Erfahrungspunkte. Passt. Ja, passt schon. Ja, so eine kleine Herde Rotwild, das wäre mir jetzt lieber. Die Rehe gehen wir einfach mal noch etwas hier am See entlang. Und ein paar Wildschweine auf den Feldern. Da haben wir noch einen Hasen. Und noch einen Hasen. Ja, habe ich momentan mehr Lust drauf. Wie auf einen Reh. Ja, da haben wir es wieder, das Sonnenblumenfeld. Das ist wirklich so ein Hasentreffpunkt. Alles leer. Doch schon einige Rammler. Schauen wir mal, extrem leicht, extrem leicht. So, hier vorne war doch irgendwo noch einer. Ist denn der jetzt hin? Auch ein Einser. Könnten das ja mal auf 75 Meter versuchen. Der Schrotpatrone. Ich weiß leider jetzt nicht die Streuung von dem Schrot. Aber könnt das gerne mal versuchen. Da vorne bist du den Busch da. Will ich jetzt noch hin? So, die Bümmelmänner. 75 Meter. Sagen, jetzt haben wir die optimale Reichweite hier. So, die maximale, minimale Reichweite. Jetzt gehen wir zu weit ran, bis sie flüchten. Guck mal, drei Stück auf den Haufen.
Und drei mit einem Schild einen Treffer hinbekommen. Warum überhaupt einen? Mit Schrot? Nee, oder? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, das Schrot hat so eine Streuung, dass wir hier wirklich meterweise das Ziel abdecken. Haben wir vorhin gesehen bei den... Ach, guckt, einen haben wir doch erwischt. Einen haben wir erwischt hier auf jeden Fall. Mit einem Treffer die Schnauze im Muskel. Oder die Streuung war einfach zu weit. Da unten rennen sie. Ja, naja, Versuch war es wert. Auf jeden Fall. Ach, das wäre so schön gewesen, wenn das klappt. Hasen jagen. Wolfsgeheul. Naja, gut. So, schauen wir nochmal hier an Feldrand. Die Hasen, ach guck, da sitzt sogar immer noch einer. Die Hasen zurückkommen. Oh. Na guckt. Hier drüben kam noch ein Klopfen her. 10 Meter. Ein Wildschwein haben wir noch. Ja, mit einem Luftgewehr hätten wir jetzt natürlich eine bessere Chance. Dann könnten wir uns den Hasen direkt hier von Entfernung holen. Aber mit dem Schrot, da wird das nichts. Haut der auch noch ab. Auf und davon. Okay, das soll es dann mal für heute gewesen sein. Ihr wisst jetzt, wo die Hasen zu finden sind. Ich mache noch mal ganz kurz die Karte auf. Über diesen See hier unten im Süden, da gibt es massig Hasen, falls ihr die Mission habt. Hierher, das sollte klappen. Ihr habt es gesehen, Hasen gibt es genug. Man muss sich halt nur ranschleichen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns auch bald wieder. Macht's gut!